Zur gleichen Zeit, da viele Bürger unserer Republik ins verdiente Wochenende fahren, verbringen zigtausende von Jugendlichen ihre Freizeit auf diese Art. GST-Kameraden in der vormilitärischen Ausbildung für Militärkraftfahrer. In einem Ausschnitt von 30 Filmminuten werden Sie sehen, wie umfangreich, schwierig, aber auch interessant die vielen Stunden der Ausbildung sind. So, wir biegen rechts ab hier. Es sind weit über 100 Stunden, die sie gemeinsam mit ihren Ausbildern nach Feierabend und am Wochenende verbringen müssen, um als künftiger Militärkraftfahrer verantwortlich hinter dem Lenkrad eines Tatra oder Ural sitzen zu können. Nicht gerechnet die Stunden, die sie zu Hause büffeln müssen. Übrigens, wir, die Ausbilder, haben auch alle einmal so angefangen wie Sie. Wir schwitzten genauso vor Angst, Erwartung und Aufregung hinter dem Lenkrad eines W50, als wir das erste Mal beweisen sollten, was wir theoretisch gelernt hatten. Von oben dann Gas wegnehmen und nur rollen lassen, ja? Und aufpassen, dass wir gerade fahren. Lenkrad festhalten. Und Gas weg. Langsam. So. Langsam. So. Und jetzt ein Stück noch. So, jetzt halten wir an. Alles auf Null. So, ihr habt gesehen, hat er sehr ordentlich gemacht. Wichtig ist, auf die Spur zu achten, dass wir in der Spur bleiben. Ja? Und dann machen wir der nächste, der dann wird weiter. Ja? Dann warten. Was uns Ausbilder betrifft. Nach erfolgreicher GST-Ausbildung waren die meisten bei der Nationalen Volksarmee Militärkraftfahrer. Viele waren sogar als Hilfsfahrlehrer eingesetzt. Wir absolvierten dann einen Lehrgang an der Schule für Kfz-Ausbildung Bernhard Köhnen der GST in Ballenstedt und stehen Ihnen nun mit unseren Erfahrungen und Kenntnissen zur Seite. Als ich vor Jahren bei der GST die damalige Laufbahnausbildung begann, hatte ich nur den einen Wunsch. So schnell wie möglich rauf auf den Bock und fahren. Aber bei der technischen Kfz-Ausbildung, wo man das Innenleben der Fahrzeuge kennen und pflegen lernen sollte, langweilte ich mich, verdrehte ich die Augen. Ich schaltete ab, leider, wie so manche meiner Kameraden. Tja, und so verdrehte auch mein Ausbilder bei der NVA seine Augen, als eines Tages mein Fahrzeug nicht anspringen wollte. Da fielen mir meine Sünden bei der Kfz-Ausbildung ein. Denn hier werden alle die Dinge gelernt und geübt, die auf die Nutzung des Kfz Einfluss haben. Dinge also, die vom Militärkraftfahrer selbst gesteuert werden können.
draußen. Gucken Sie auf die Kohle, ob die Bau holen. Und da gibt es allerhand, was beachtet, gewusst und kontrolliert werden muss. Wie ist der Kühlwasserstand? Wie steht es um die elektrische Anlage? Wie sieht der Ölfilter aus? Und noch viele andere Fragen mehr. Und dann haben wir noch Öl. Wenn es gut ist, jetzt muss ich ran. Hier darüber, Achtung, in Linie eintreten. Wir beenden jetzt die Wartung am Fahrzeug und beginnen mit der fahrpraktischen Ausbildung. Kamerad Müller, Sie fahren als Erster. Eine große Erleichterung für den künftigen Militärkraftfahrer ist es, bereits die Fahrerlaubnis der Klasse 1 zu besitzen. Mir ging es jedenfalls so, dass ich mir hier ein sicheres Fahrgefühl, ein feines Gehör für die Stimmen des Motors und die Meisterung von schwierigen Situationen erwarb. Hinzu kommt das Training der Körperbeherrschung und die Selbstüberwindung. Sie sind bis jetzt ordentlich gefahren, die Beine dürfen nicht so oft nach unten, es muss noch sicherer werden und nicht ganz so langsam, es muss zügiger kommen. Ja. Auf dem Grat erwarb ich mir das Gefühl, eins zu sein mit der Maschine. Und so glaubte ich auch sofort, einen LKW fahren zu können. Das schaffst du mit links, dachte ich mir damals. Zuerst bediene ich hier das Zündschloss, drücke es nach unten. Danach stelle ich die Schalterstellung 2 ein und trete ein bisschen aufs Gas. Und dann startet der Motor. Aber wie das manchmal so ist, bei den ersten Grundübungen schon kam ein stolzes Gefühl unter die Räder. Man darf als Ausbilder nicht die Geduld und vor allem aber nicht den Glauben an die Fähigkeiten der jungen Kameraden verlieren. Und so kommt man dann auch ziemlich schnell mit dem Schalten, Beschleunigen und Spurbeachten zurecht. Langsam fahren. Das hier sehen, auch dort Scheibe gucken. Schnell lenken. Wie es hier macht. Und einen Meter davor schnell entgegenlenken. Übergreifend am Lenkrad gibt es nicht. Ja, das Lenkrad wird in der Hand geführt. Beim Rückwärtsfahren langsam fahren, schnell lenken. Wenn das Lenkrad eingeschlagen ist, dann kann ich ein bisschen schneller. Aber sachte, wie es hier macht. Und außen Hindernis rausfahren, können wir in den zweiten Gang nehmen. Ja? Wer erinnert sich nicht des Herzklopfens bei der eigenen ersten Fahrstunde und könnte nicht nachfühlen, was jetzt in ihm vorgeht? Wieder rausmachen. Lassen Sie das Fahrzeug an.
legen Sie den zweiten Gang ein. Hand an die Handbremse. Kupplung langsam kommen lassen. Langsam. Handbremse los. Und langsam fahren. Schön rechts halten. Halten Sie sich schön rechts. Langsam fahren. Schön rechts halten. Und fahren. So. Und weiter. Tja, dann kam der Tag, auf den wir alle wie auf den Geburtstag gewartet hatten. Zum ersten Mal praktisches Fahren im Gelände. Hier muss nun bewiesen werden, ob man die Grundübungen gut gelernt hat. Aber vieles, was da noch sicher beherrscht wurde, rutscht hier oft in ein großes Loch. Aufregung genannt. Aus diesem Loch holte mich mein Ausbilder durch seine Ruhe und Anweisungen heraus. Da spürte man, da sitzt kein Meckerkopf neben dir, sondern ein Freund und Kamerad. Und hochschalten. Und Gas geben. Weiter. Wie oft wurde bei den Grundübungen gesagt, das linke Vorderrad befindet sich ungefähr dort, wo das linke Bein ist. Aber hier scheint die Anatomie ins Rutschen gekommen zu sein. Wie es dann in die Berge ging und ich allzu oft zögerte, sagte doch mein Ausbilder einmal, nur das nächste Mal werde ich Ihre Freundin kommen lassen, damit sie sieht, was für einen mutigen Freund sie hat. Eigenartig. Danach ging's besser. Schön langsam. Wie oft wurde gesagt, nicht beim Lenken übergreifen. Aber in der Aufregung greift mancher doch über und die Gefahr ist groß, dass er das Gefühl für die Beherrschung des Fahrzeuges verliert. Langsam. Ja, ist vollkommen weg. Und jetzt wieder Gas geben. Und weiterfahren. Um das Gefühl für das Fahrzeug geht es vor allem im Gelände. So fuhr ich einmal einen Bombentrichter nicht gleichzeitig mit beiden Rädern an, bremste nicht mit dem Motor, sondern mit der Bremsanlage. Nur der Besonnenheit meines Ausbilders war es zu danken, dass wir nicht umkippten. Ein Grundfehler, den fast alle anfangs machen, ist, dass im Gelände versucht wird, mit zu hohen Gängen zu fahren. Wie oft wurde das Rückwärtsfahren als Grundelement geübt? Und nun im Wald? Da ist größere Umsicht geboten. Auf die Blitze. Herrlich. Los! Und auch dies gehört zur Ausbildung. Radrollen. Wichtig für die Körperertüchtigung und für die Dauer eines Radwechsels. Wunderbar. So muss es sein. 13 Sekunden, einwandfreie Zeit. Gleich als Richtzeit genommen. Ja, bitte Qualifikationsnachweis. Bei der Nationalen Volksarmee hatte ich oft auf meinem schweren Tatra solche schwierigen Situationen zu bestehen. Allein und musste sie selbstständig meistern. Komm, jawohl, komm, und immer in Gas, jawohl, nicht zu viel Ruhe.
Dass ich dies schaffte, verdanke ich mit der Ausbildung bei der GST und dem braven, unverwüstlichen W50. Ruhig lenken, ruhig lenken! So, Kamerad Noack, das hätten wir jetzt eben geschafft und es war nicht schlecht von Anfang. Sie hätten nur nicht gleich so viel Gas geben müssen, ein bisschen langsam Gas geben. Das nächste Mal werden Sie es bestimmt besser machen. Ich bin auch ein bisschen ganz schön aufgeregt, aber ich denke mir, wenn wir das nochmal üben, das wird doch gehen. Ja, dann glaube ich, kann ich das auch noch ein bisschen besser. Hochschalter im dritten Gang, beschleunigen und jetzt. Und Noack nach hinten ist der dritte Gang, nicht nach vorn. Kilometer soll jeder Teilnehmer an der vormilitärischen Ausbildung für Militärkraftfahrer hinter dem Lenkrad zurücklegen. Eine Strecke, in der er Zeit hat, sich das Gefühl für die Geschwindigkeit anzueignen. Er muss wissen, welche Drehzahl ist für meinen Motor die rationellste. Denn auch für einen Militärkraftfahrer gilt es, ökonomisch zu fahren, Kraftstoff einzusparen. Die Zeit ist nämlich sehr stark auf Verkehr. Obwohl am Auto ist im Straßenverkehr sind die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung strikt einzuhalten. Gerade die Schwere des Fahrzeugs verlangt hohe Verkehrsdisziplin, Rücksichtnahme und Achtung gegenüber allen Verkehrsteilnehmern. Rechts rum. Langsam in der Kurve. Tja, und noch eins. Als Ausbilder möchte man später mit sicherem Gefühl über die Straße gehen können und nicht ausreißen müssen, wenn man einen auf dem LKW herandonnern sieht, den man selbst einmal ausgebildet hat. Langsam und weiter. Vorfahrt achten. Und fahren. Und schalten. Ich erinnere mich, dass ich bei den ersten Stunden auf der Straße und in der Kolonne kein Auge frei hatte für das, was so als Landschaft rechts und links vorbeiflitzte. Ich hatte vollauf zu tun mit Abstand halten, Armaturenkontrolle, Schalten und vor allem mit mir. Ich sah nur die Straße. Erst später riskierte ich schon mal da und dort ein Auge für die Landschaft. Es zahlt sich aus, wenn man jede Stunde der Ausbildungszeit gut genutzt hat. Von Stunde zu Stunde merkt man, wie man mehr mit dem Fahrzeug verwächst, wie man mit schwierigen Situationen fertig wird, ohne dass der Ausbilder noch groß eingreifen muss. Und zu gibt es große Versuchungen, sich auf Wettfahrten einzulassen. Man ist ja schließlich jung. Aber hier zeigt es sich, dass die Einstellung zur Disziplin bereits stärker geworden ist. Also lässt man den Zug sausen. Er hat seinen und ich meinen Fahrplan, sagt man sich eben.
fahrenden Vorfahrt beachten. Kamerad Stettin, starten Sie bitte den LKW. So, Kameraden, an was kann das liegen, dass der LKW nicht anspringt? Batterie? Es gibt aber auch Stunden, die zum Ausbildungsprogramm gehören und die nicht gleich zum Erfolgserlebnis werden. Da geht es um viel Theorie und praktisches Wissen. Da muss man beweisen, dass man gelernt hat und es auch versteht, dieses Wissen anzuwenden. Ja, wir bleiben jetzt immer noch speziell Batterie. Die Säuredichte kann nicht. Jawohl, die Säuredichte kann nicht stimmen. Also gehen Sie gleich mal mit einem Kameraden an die Batterie und kontrollieren Sie. So, was kann noch sein? Da gibt es auch Stunden, die der umfangreichen wehrpolitischen Schulung gewidmet sind. Stunden, die dazu beitragen, den politischen Auftrag zu vertiefen. Und um noch einige Seiten der Ausbildung zu nennen, Verhalten im Straßenverkehr, Sanitätsausbildung und Topographie. Den Marschkompass gesprochen und über seine Bedeutung, und bevor wir jetzt ins Gelände gehen, möchten wir das nochmal praktisch durchprobieren hier drinnen. Wir noten jetzt die Karte ein, und zwar wird der Kompass an die linken Karten angelegt und so lange dreht, bis all das in der Theorie gelernte und in der Praxis angeeignete Wissen und Können findet dann in der Abschlussübung seinen sicht- und messbaren Ausdruck. Eine Übung, die so interessant wie möglich gestaltet sein soll. Absitzen! Folgende Situation. Erster LKW ein Verletzter, zweiter LKW ein Reifendefekt. Ausführung! Hier zeigt es sich, was in der Ausbildung gelernt worden ist. Wie überhaupt die Abschlussübung einen Querschnitt des gesamten Ausbildungsprogramms darstellen soll. Ein Hindernis ist zu überwinden. Ein Wasserlauf. Wie ist die Wassertiefe? Wie beschaffen der Untergrund?
Reicht die Wartfähigkeit des Fahrzeuges aus? Fragen, die aber nicht erst im Wasser gestellt werden dürfen, wenn man stecken geblieben ist. Bei der Einfahrt langsam reinfahren, wenn wir drin sind, ein bisschen Gas geben. Das ist gut. Zweiter Gang reicht. Ja? Ja, hier noch was? Nicht mit dem ersten fahren. Sperre werden wir nicht nehmen. Geht ohne. So schöner Sand drin. Ja? Sand gut. Drin. So, los. An die Fahrt. Besonders in solchen Situationen wie hier entwickelt sich der Ehrgeiz der Auszubildenden, dies Hindernis um jeden Preis zu schaffen. Ein nicht geringer Ansporn ist, sich neben nassen Füßen nicht auch noch den Spott der Kameraden einzuhandeln. Und schön ausfahren. Immer schön ausfahren. Ausfahrt ein bisschen mehr Gas geben. Immer rum. Immer rum. So, ein bisschen mehr Gas jetzt. Und Gas dazu. Der Untergrund ist fest. In der Schlucht 25 Meter Nebelwand. Scheinwerfer einschalten, Schrittgeschwindigkeit fahren. Den künftigen Militärkraftfahrer warten bei der Nationalen Volksarmee und den Grenztruppen der DDR größere und schwerere Aufgaben. Allein und voller Verantwortung für seine Genossen und das Gerät, das er zu befördern hat. Und zwar so, dass seine Einheit auch unter den schwierigsten Bedingungen stets gefechtsbereit ist. We'll be right back.
Unter welchen Bedingungen während des großen Vaterländischen Krieges sowjetische Militärkraftfahrer hohe Leistungen und Heldentaten vollbrachten, zeigt den jungen Kameraden der Film von der Blockade Leningrads. Wenn man von der Heldenstadt Leningrad, ihren Verteidigern und Bewohnern voller Ehrfurcht und Bewunderung spricht, sollte man auch jener gedenken, die über die Straße des Lebens all jenes brachten, was notwendig war, um den Faschisten zu trotzen und sie vernichtend zu schlagen. Ein Film, der unsere jungen, künftigen Militärkraftfahrer stark beeindruckt hat und manchen der Kameraden zu interessanten Überlegungen veranlasst. Ja, wir haben die Leistungen gesehen, die die sowjetischen Kraftfahrer da verbracht haben. Und das spornt nun irgendwie an, eben zumindest jetzt in der Ausbildung eben auch gute Leistungen zu verbringen. Natürlich werden das nicht solche überragenden Leistungen sein, wie die Kraftfahrer in Leningrad verbracht haben, aber immerhin stimuliert so ein bisschen die Ausbildung. Ja. Und welche Ansichten hat er? Ja, ich habe jetzt am Dienstag, muss ich zur Musterung. Ich möchte versuchen, dass ich dort als Militärkraftfahrer diene, weil ich natürlich so gut wie möglich fahren und meine Ausbildung absolvieren. Zum Alltag in der Armee ist vielleicht doch ein großer Unterschied, denn in der Armee sind noch ganz andere Situationen zu meistern als hier in der GSD, obwohl auch manchmal schon ganz schöne Brocken dabei sind, die man denkt, mit dem W50 schafft man nicht. Dann mit dem Ural wird es vielleicht doch etwas besser. Ich finde, die GSD-Ausbildung ist eben über einen längeren Zeitraum verteilt und bei der Armee kommt das eben von früh bis abends auf einen zu und bei der GSD ist das vielleicht alle zwei Wochen oder jede Woche einmal, einen Nachmittag. Eben die Militärkraftausbildung ist ja nun intensiver, aber als andere GSD-Angehörige hat man selten die Gelegenheit, hier solche Fahrten ins Gelände zu unternehmen. Mir geht es fast auch so, wie er es auch schon gesagt hat. Ich finde eigentlich auch, als Militärfahrer trägt man auch ganz schön dazu bei, dass der Staat gesichert wird, dass vor allem die Menschen, die jetzt in dem Staat leben, dass die sich auf uns verlassen können. Das ist vielleicht eine Untermauerung der persönlichen Vorstellung von der Armee und auch, man erkennt den Sinn, warum man so etwas machen muss. Stopp! Viele Stunden unserer Freizeit nutzen wir, um diese Ausbildung durchzuführen. Stunden, die wir alle nicht missen möchten, weil sie für unsere Persönlichkeitsentwicklung wichtig sind, uns die Gemeinsamkeit mit den Kameraden geben und das eigene wie auch gemeinsame große Erfolgserlebnis vermitteln.